Lieber Christoph, herzlichen Dank für deine Zeit. Die Veranstaltungsreihe 21 Digital Talent Day stellt Leistungen, Ideen und Meinungen junger Menschen von Talents in den Mittelpunkt. Welche Schwerpunkte muss Bildung setzen, damit wir Europäer auch in Zukunft im spannenden und herausfordernden globalen Wettbewerb ganz vorne mit dabei sein können? Vorerst herzliche Gratulation euch allen zu diesem Ereignis. Ja, es ist ein Ereignis, es beschäftigt sich mit unseren jungen Menschen und ihrer Zukunft, mit unser aller Zukunft. Und auf diese Zukunft müssen wir uns vorbereiten, auch und besonders im Aus- und Weiterbildungssystem. Das Vermitteln von einem bürokratisch reglementierten Lehrstoff und dessen Abprüfung reicht nicht mehr. Wir müssen auf Talente und Begabungen setzen, schauen, wo sind Schwerpunkte und diese Schwerpunkte fördern. Dort mehr verlangen und in anderen Fächern, wo man Schwächen hat, weniger verlangen. Wer die Talente von heute hat, dem gehört der Erfolg von morgen. Und wenn wir das beherzigen, auch in unserem Aus- und Weiterbildungssystem, dann sind wir am richtigen Weg. Die Next Generation steht nicht nur im Mittelpunkt dieser Veranstaltungsreihe, sondern war auch dir, lieber Christoph, stets ein Herzensthema. Wie kann Wirtschaft, Schulen und Lehrkräfte bei der Vermittlung digitaler Kompetenzen noch stärker unterstützen? Zu Recht ist die Kooperation zwischen Wirtschaft und Schulen angesprochen worden. Das war mir immer ein Herzensthema. Es wird viel zu wenig gemacht. Und ich ersuche insbesondere, unsere Schulen aktiv auf Unternehmen in ihrem Nahbereich zuzugehen und digitale Partnerschaften einzugehen. Damit können beide profitieren. Die jungen Menschen können aus der Erfahrung der Betriebe was lernen und die Betriebe können Neugier wecken für digitale Fähigkeiten, wo sie dringend Fachkräfte der Zukunft suchen. So wäre allen geholfen. Lieber Christoph, du schreibst in deinem letzten Buch, dass wir Europäer uns im Vergleich etwa zu China oder Indien noch deutlich mehr anstrengen müssen. Wie kann das gelingen? Die Chinesen sind ungeheuer fleißig und sehr konsequent. Die Amerikaner sind sehr dynamisch und optimistisch. Wir Europäer sind eher verzagt, manchmal sogar resignierend. Was können wir tun? Die Kreativität habe ich schon genannt. Und aus der Kreativität erfließt Qualifikation und Innovation. Und auf diese Innovation müssen wir setzen. Nicht nachhinken, wie wir das im Bereich der Kommunikation machen, wo die Amerikaner riesen Vorsprünge haben. Die Chinesen nehmen uns die Solarpaneele weg und fertigen jetzt Elektroautos. Wo sind wir Europäer vor? Ich glaube, dass gerade der für junge Menschen so wichtige Bereich der erneuerbaren Energie, der Umwelttechnologie etwas ist, wo nicht nur Großbetriebe, sondern kleine und mittlere Unternehmen sehr viel Know-how besitzen. Innovationen zu machen und mit Hilfe unserer exportunterstützenden Organisationen wie der Außenwirtschaft Österreich in die ganze Welt hinaus vertreiben, schneller am Point of Sale zu sein. Und das ist die Chance Europas, kreativer zu sein, innovativer zu sein und schneller zu sein, was den Marktzugang betrifft. Große Chancen nützen müssen wir. Wie können wir alle den Spirit of Europe, einer großen europäischen Idee, weiter stärken? Der Spirit of Europe ist etwas ganz Entscheidendes. Wer keine Begeisterung spürt, in dem kein Feuer brennt, der kann auch nichts bewegen. Dann bleibt das ein mechanischer Ablauf. Nein, wir müssen von einer Idee überzeugt sein. Diese Idee heißt, wenn wir Europäer unsere Werte auch im 21. Jahrhundert erfolgreich leben wollen, dann brauchen wir Partnerschaften, dann brauchen wir Kooperation, aber dann brauchen wir vor allem auch eine innere Solidarität mit uns selbst, keine Streitigkeiten, keine nationalen Egoismen, kein Zurückfallen im Protektionismus, keine Abschottung von Grenzen, mehr Koordination, einfach mehr Miteinander, mehr Solidarität.
Und das müssen die jungen Menschen machen. Sie haben die Begeisterung. Sie spüren die Chancen der großen, offenen Welt. Aber diese können sie nur nützen, wenn es ein starkes und einiges Europa gibt. Diesen Spirit of Europe müssen wir daher hegen, pflegen und weiterentwickeln. Die jungen Menschen sind aufgerufen, hier aktive Beiträge zu leisten. Lieber Christoph, welche Tipps kannst du als langjähriger Präsident von Wirtschaftskammern jungen Start-up-Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben? Den Gründerinnen und Gründern möchte ich einmal zuerst gratulieren zum Mut zur Selbstständigkeit. Selbstständigkeit heißt, seine eigenen Ideen, seine eigenen Gedanken umzusetzen. Das bedeutet nicht angenehmeres Leben, im Gegenteil. Das bedeutet mehr Einsatz, mehr Verantwortung, aber auch mehr Sinn im Leben. Durch Umsetzung der eigenen Ideen und Begeisterung und Motivation anderer Menschen mitzuhelfen. Wer ein Unternehmen gründen will, dem empfehle ich, einmal von einer Idee überzeugt zu sein, aber diese Idee dann professionell prüfen zu lassen. Ist es wirklich eine Zukunftschance? Was ist zu machen? Die Vorbereitung ist ganz entscheidend, wenn man sich bitteres Lehrgeld ersparen will. Das zweite ist die Gründung selbst. Machen Sie Gebrauch von den Gründungsberatungen, wo immer sie es gibt. Auch in der Wirtschaftskammer haben wir in allen Bezirken Gründungsberatungen, wo exzellente Expertinnen, Experten, Fachleute zur Seite stehen, Checkliste machen, Ratschläge geben. Ja, und schließlich dann, wenn man dann im unternehmerischen Leben steht, bitte einkalkulieren, dass es auch Rückschläge geben könnte, dass es Verzögerungen gibt, dass ambitionierte Zeitpläne vielleicht nicht ganz so halten, und in dieser Zeit muss auch eine Finanzierung sichergestellt sein. Nie darauf zu vergessen, die Liquidität ist die Lebensader eines Unternehmens und sie sollte gerade bei gegründeten oder bei wachsenden Unternehmen eine besondere Wertigkeit erhalten. Ich bin überzeugt, jemand, der eine gute Idee hat, er wird zum Ziel kommen. Er oder sie werden Erfolg haben damit. Ich freue mich, dass es auch so viele weibliche Gründer gibt. In Österreich ist schon fast jedes zweite Unternehmen, das gegründet wird, in weiblicher Hand. Damit sind wir weit über dem europäischen Durchschnitt. Darauf können wir stolz sein, weil wir Rahmenbedingungen geschaffen haben, in der Ermutigung, aber auch in Hilfe, in persönlichen Fällen, damit wir auch Damen ermutigen und ermuntern, ihre Ideen umzusetzen und zu verwirklichen. Das ist eine Bereicherung der Wirtschaft, auf die wir in Österreich stolz sein können, womit wir Vorbild in Europa sind und wo wir zu einem weltweiten Erfolg Europas einen wichtigen Beitrag leisten können. In diesem Sinn, euch allen alles Gute, viel Erfolg und viel Freude. Lieber Christoph, herzlichen Dank für deine Zeit.